Titiksha, Duldungskraft. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Kommentar zum 24. Vers des Viveka Chudamani von Shankaracharya. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Shankaracharya schreibt: Sahanam sarva dukhanam apratikara purvakam chinta vilaparahitam satitiksha nigatyate. Titiksha, Duldungskraft und innere Stärke, ist die Fähigkeit, alle Sorgen und alles Leid zu ertragen und auszuhalten, ohne den Gedanken an Rache, ohne Angst und Kummer, ohne Klagen. Titiksha ist eine ganz wichtige Eigenschaft für einen spirituellen Aspiranten. Titiksha ist geradezu ein Charakteristikum für einen spirituellen Fortschritt. Wenn du wissen willst, ob du spirituellen Fortschritt gemacht hast, dann schaue dir an, hast du Titiksha entwickelt? Und was ist Titiksha? Er sagt hier, es ist Sahana. Sahana heißt das Ertragen. Und was zu ertragen? Sarva Dukhanam, das Ertragen von jeder Form von Leid. Sarva, alles, und Dukha, Leid. Leid kommt. Es ist eine irrige Vorstellung zu glauben, dass du dich nur gut zu verhalten brauchst, dann wird alles Leid überwunden. So viel Leid ist in dieser Welt. Menschen sind mal freundlich, mal unfreundlich. Du hast mal Erfolg, du hast mal Misserfolg. Mal Schönes passiert, weniger Schönes passiert. Im Karma passiert so viel, was du nicht magst. Als Beispiele, was alles passiert, was du nicht magst, sind ja zum Beispiel Krankheit, Unfälle, Misserfolge, Scheitern, Kritik, Missachten, Konflikte, Streitigkeiten. All das kommt. Ein spiritueller Aspirant wird sich sagen, ich wachse daran. An einem anderen Stelle hat er ja gesagt, diese 6 edlen Tugenden, Shama, Dhamma, Uparatititiksha, Shraddha und auch Samadhana, die entwickeln wir, indem wir unseren Geist immer wieder auf das Ziel richten. Das Ziel ist die Gottverwirklichung, die Erleuchtung. Und auf dem Weg zur Gottverwirklichung kommen immer wieder Dinge, die nicht so schön sind. Ertrage das, was nicht so schön ist. Ertrage alles, was schief geht. Wann immer etwas schief geht, freue ich dich darüber und sage, wunderbare Gelegenheit, jetzt Gleichmut zu entwickeln. Wenn dich jemand kritisiert, danke dafür, Gelegenheit, Gleichmut zu entwickeln. Wenn etwas schief geht, wenn du krank wirst, wenn Schmerzen kommen, danke dafür, Gelegenheit zum Wachstum. All das ist Titiksha. Titiksha natürlich auch aushalten können von Hitze und Kälte. Also, wenn es plötzlich zu warm ist, statt gleich zu schauen, wie du es kälter machen kannst, lerne es auszuhalten. Oder wenn dir es zu kalt ist, statt gleich die Heizung aufzudrehen, lerne es, es auszuhalten. Oder wenn es nicht so gut riecht, anstatt gleich zu lüften, lerne es, es auszuhalten. Oder wenn das Essen nicht so gut schmeckt, statt dich gleich zu beschweren, lerne es, es auszuhalten. Natürlich, sorge dafür, dass du gesunde Nahrung hast und sorge dafür, dass du eine gesunde Umgebung hast und so weiter. Aber innerhalb von dem, was gesund und sattwig ist, lerne auszuhalten und lerne insbesondere die Wechselfälle des Lebens auszuhalten. Gerade das ist etwas besonders wichtig. Jetzt überlege selbst, was ist für dich Titiksha? Wo willst du Titiksha weiterentwickeln? Was kannst du tun, um noch mehr Duldungskraft zu entwickeln
um noch besser letztlich verankert zu sein im Unendlichen. Und wann immer dir das Schicksal etwas anbietet, was dir helfen kann zu wachsen, dann heiße es willkommen. Titiksha, Duldungskraft, die Fähigkeit, etwas zu ertragen, eine der wichtigen Eigenschaften, die du kultivieren solltest.